Kommissar. Monster kommen zurück. Max, beschützen mich. Sicher vor Schwärmen. Muss mich verstecken. Keine Monster. Keine Schwärme. Nein, 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 nein. Vitor? Kein Vitor. Nicht hier. Schwärme können ihn nicht finden. Monster kommen. Muss mich verstecken. Niemand wird Ihnen mehr wehtun. Ich glaube, er hört Sie nicht, Commander. Muss mich verstecken. Muss mich verstecken. Sie sind ein Mensch. Wo haben Sie sich versteckt? Wieso haben die Sie nicht gefunden? Wer hat uns nicht gefunden? Die Monster. Die Schwärme. Sie haben alle mitgenommen. So, ich muss auch noch was sagen. Warum haben die Kolonisten sich nicht gewehrt, Vitor? Was ist geschehen? Sie wissen es nicht. Sie haben es nicht gesehen. Aber ich habe alles gesehen. Sieht aus wie Material der Überwachungskameras. Er muss es manuell zusammengeschnitten haben. Was zum Teufel ist das? Mein Gott, ich glaube, das ist ein Kollektor. Ist das sowas wie ein Alien? Sie sind eine Spezies aus dem Raum irgendwo hinter dem Omega-4-Portal. Nur sehr wenige haben schon mal selbst einen gesehen. Sie arbeiten normalerweise mit Mittelsmännern, also Sklavenhändlern oder Söldnern. Wenn Sie irgendwas mit den Reapern zu tun haben, könnte das erklären, was mit den Kolonien geschehen ist. Die Kollektoren haben modernste Technologie. Sie könnten eine Waffe haben, die eine ganze Siedlung sofort außer Gefecht setzt. Die Seeker-Schwärme. Die Seeker finden dich, frieren dich ein und dann nehmen die Monster dich mit. Warum haben die Kollektoren Sie nicht mitgenommen? Schwärme haben mich nicht gefunden. Monster wussten nicht, dass ich hier war. Die Kollektoren sind eigentlich für ihre Gründlichkeit bekannt. Vielleicht ist er wegen seines Umweltanzugs nicht auf ihren Sensoren aufgetaucht. Oder sie haben eine Technologie eingesetzt, die ausschließlich Menschen aufspürt. Nur Kolonien der Menschen wurden angegriffen. Moment, Moment. Ja, mal diese komischen Kackmücken, ey. Schlimm. Erzählen Sie mir mehr über diese Schwärme. Das Schlimme ist, wie sie dich finden. Wolken von Seekern, Maschinen wie kleine Insekten. Sie kommen überall hin. Sie finden dich. Dann stechen sie dich, frieren dich ein. Klingt nach Miniatursonden. Sie finden ihre Opfer und lähmen sie dann mit einem Stasefeld oder einem Nervengift. Ich möchte mehr über die Kollektoren erfahren. Darüber weiß man nicht viel. Sie sind so selten, dass viele glauben, sie würden gar nicht existieren. Viel wichtiger ist doch, warum Sie menschliche Kolonisten verschleppen. Was haben Sie vor? Vielleicht findet der Unbekannte es raus. Der Unbekannte. Was geschah dann? Die Monster brachten die Leute auf ihr Schiff und dann sind sie fort. Das Schiff flog weg. Aber sie kommen zurück, um mich zu holen. Niemand entkommt. Ich glaube, mehr kriegen wir aus dem nicht raus, Commander. Danke, dass Sie uns alles erzählt haben. Sie haben uns sehr geholfen. Ich habe sie untersucht. Die Monster. Die Schwärme. Ich habe sie mit meinem Universalwerkzeug aufgenommen. Viele Daten. Elektromagnetisch. Dunkle Energie. Wir müssen diese Daten zum Unbekannten bringen. Greifen Sie sich den Quarianer und sagen Sie dem Shuttle, es soll uns abholen. Was? Vitor ist verletzt. Er muss behandelt werden, nicht verhört. Wir tun ihm nichts. Aber wir müssen wissen, ob er sonst noch etwas weiß. Wir werden ihn unbeschadet zurückgeben. Ihr Volk hat schon einmal versucht, uns zu hintergehen. Wenn wir ihn an Sie übergeben, werden wir die nötigen Informationen niemals bekommen. Prasa war ein Idiot. Er und seine Männer haben dafür bezahlt. Sie können gern die Daten in Vitors Universalwerkzeug haben, aber Sie überlassen ihn bitte mir. Sie müssen Vitor nicht unbedingt mitnehmen. Wir könnten zusammenarbeiten, so wie früher. Ich kann im Moment noch nicht mal glauben, dass Sie am Leben sind. Und zu Cerberus gehören. Ich trage jetzt Verantwortung. Ich habe selbst eine Mission. Die kann ich nicht abbrechen. Nicht mal für Sie. Wir geben Vitor nicht in die Hände von Cerberus. So viel steht fest. Er ist traumatisiert und braucht medizinische Versorgung. Tali gibt uns die Daten aus dem Universalwerkzeug und bringt ihn dann zur Flottille. Verstanden, Commander. Danke, Shepard.
Freut mich, dass Sie hier nach wie vor die Befehle geben. Viel Glück da draußen. Wenn ich etwas finde, das Ihnen vielleicht hilft, lasse ich es Sie wissen. Wir sind bereit zur Abholung. So, so, die Kollektoren. Diese spitzbübischen Spitzbuben. Shepard, gute Arbeit auf Freedom's Progress. Die Quarianer haben uns die Ergebnisse von Vitors Befragung übermittelt. Nichts Neues. Aber angesichts unserer Vergangenheit ein überraschender Olivenzweig. Wir beide haben unterschiedliche Methoden. Aber angesichts der Ergebnisse kann ich nichts dagegen sagen. Denken Sie hin und wieder darüber nach, auch mal fair zu spielen? Diplomatie ist großartig, wenn sie funktioniert. Aber wenn einen alle für eine Bedrohung halten, ist das schwierig. Viel wichtiger ist die Bestätigung, dass die Kollektoren tatsächlich hinter den Entführungen stecken. Ich muss sagen, ich spiele meistens immer, also ich habe immer mehr den Drang Richtung gut, muss ich sagen. So persönlich. Ich habe zwar auch schon mal nur böse Taten gemacht, aber ich helfe den Leuten dann gerne. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie bereits von ihnen wussten? Ich hatte Vermutungen, brauchte aber Beweise. Die Kollektoren sind ziemlich rätselhaft. Sie reisen regelmäßig in die Terminus-Systeme, auf der Suche nach scheinbar unwichtigen Gegenständen oder Probeexemplaren. Meist im Austausch gegen Technologie. Wenn ihre Transaktionen abgeschlossen sind, verschwinden sie so schnell, wie sie gekommen sind, zurück durch das unerforschte Omega-4-Portal. Bisher gab es keine Beweise für direkte Angriffe durch die Kollektoren. Warum ist das Omega-4-Portal unerforscht? Was wissen wir darüber? Nur, dass kein Schiff es je durchstoßen hat und wieder zurückgekehrt ist. Wir vermuten, dass das Portal auf Schiffe der Kollektoren anders reagiert und sie sicher passieren lässt. Wenn sie Portale manipulieren können, ist das ein weiterer Hinweis auf eine Verbindung mit den Reapern. Irgendeine Idee, warum sie sich plötzlich auf Menschen konzentrieren? Wenn sie für die Reaper arbeiten, kann alles Mögliche dahinter stecken. Die Menschen haben eine große Rolle bei der Zerstörung der Sovereign gespielt. Vielleicht hat das ihre Aufmerksamkeit erregt. Mich beunruhigt eher, warum sie die Kolonisten entführen. Sobald sie gelähmt sind, könnte man sie doch einfach töten. Was haben die Kollektoren von diesen Geschäften? Die Kollektoren sind nicht gerade mitteilsam, was ihre Motive angeht. Grob gesagt suchen sie nach Spezies mit seltenen genetischen Mutationen oder Abnormalitäten. Sie bezahlen Sklavenhändlern und Söldnergruppen enorme Summen für die Beschaffung solcher Exemplare. Und dann verschwinden sie wieder. Aber bisher war noch nie eine einzelne Spezies ihr Ziel. Und bisher ging es immer um ein paar Dutzend Exemplare, nicht um Zehntausende. Sie verschweigen mir etwas. Woher wissen Sie, dass die Reaper etwas damit zu tun haben? Schlussfolgerungen. Tief in unserem Datenmaterial verborgen. Der Rat und die Allianz wollen glauben, dass die Reaper-Bedrohung mit der Sovereign gestorben ist. Wir beide wissen es besser. Ich werde nicht warten, bis die Reaper losmarschieren. Wir müssen den Kampf zu ihnen bringen. Wenn das ein Krieg ist, brauche ich eine Armee oder ein richtig gutes Team. Ich habe bereits eine Liste mit Soldaten, Wissenschaftlern und Söldnern zusammengestellt. Sie bekommen Dossiers über die Besten davon. Sie zu finden und davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, dürfte nicht einfach sein. Aber sie sind eine geborene Führernatur. Ich kümmere mich weiterhin um die Kollektoren. Wenn sie das nächste Mal auftauchen, gebe ich ihnen und ihrem Team Bescheid. Seien Sie bereit. Behalten Sie Ihre Liste. Ich will Leute, denen ich vertraue. Dieselben, die mir gegen Saren und die Geth geholfen haben. Das war vor 2 Jahren, Commander. Die meisten machen jetzt was anderes. Oder ihre Loyalitäten haben sich verschoben. Und endlich wird das auch richtig übersetzt mit Saren und Nisaren und Geth anstatt Geth. Also die haben immerhin was dazugelernt. Wo ist Ashley Williams? Sie ist immer noch bei der Allianz. Wurde befördert, soweit ich weiß. Ihre Akte hat eine überraschend hohe Geheimhaltungsstufe. Dazu muss ich mal Folgendes sagen. Wir haben nämlich letzte Woche, ja, wo wir angefangen haben mit Mass Effect 2, da war irgendwie was Falsches ausgewählt, weil da ist Ashley gestorben und nicht wie eigentlich ja bei Mass Effect 1 im Stream, Kaidan. Ich habe mir erlaubt, das nochmal nachzuspielen, damit wir auch, also den Stream dann von letzter Woche, damit wir auch den richtigen Start haben, ne? Wo ist Erdner Drax? Er ist nach Tuchanka zurückgekehrt und hat den Planeten seit über einem Jahr nicht verlassen. Er versucht, die kroganischen Clans zu einen. Was ist mit Tali?
Sie hat uns schon auf Freedom's Progress geholfen. Das war unerwartet. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich das genehmigen kann. Wo ist Garrus Vakarian? Der Turianer ist einige Monate, nachdem man sie für tot erklärt hatte, verschwunden. Nicht einmal wir konnten ihn aufspüren. Wo ist Liara Tassoni? Sie ist auf Ilium. Meine Quellen sagen, dass sie für den Shadow Broker arbeitet. Wenn das stimmt, kann man ihr nicht trauen. Okay, schon klar, sie sind nicht verfügbar. Sie sind eine Führungspersönlichkeit, Shepard. Sie kriegen, wen sie brauchen. Ich bin immer noch ein Spectre. Vielleicht kann ich den Rat dazu bringen, uns zu helfen. Wenn Sie glauben, dass Sie das schaffen, nur zu. Aber bedenken Sie, Sie waren lange weg. Die Dinge haben sich verändert. Sie sind für die Kollektoren zuständig und ich sorge dafür, dass mein Team bereit ist. Gut. Zwei Dinge noch, bevor Sie gehen. Erstens, fliegen Sie nach Omega und finden Sie Morden Solis. Er ist ein brillanter salarianischer Wissenschaftler. Unseren Informationen zufolge könnte er wissen, wie man gegen die lähmenden Siegerschwärme der Kollektoren vorgehen kann. Klingt gut. Und was noch? Ich habe einen Piloten, der Ihre Zustimmung finden könnte. Er soll einer der Besten sein. Ist einer. Einer, dem Sie trauen können. Der Besten, mein Freund. Hey, Commander, wie in alten Zeiten, was? Ich glaub's ja nicht. Joker! Das sagt der Richtige. Ich hab gesehen, wie Sie gestorben sind. Ich hatte Glück. Die Sache hat jede Menge Haken. Wie sind Sie hierher gekommen? Ohne Sie brach alles auseinander, Commander. Von allem, was Sie enthüllt hatten, wollte der Rat nichts mehr wissen. Team wurde aufgelöst, Berichte eingesagt, ich bekam einen Job am Boden. Die Allianz hat mir das weggenommen, an dem mir etwas lag. Deswegen ging ich zu Cerberus. Trauen Sie dem Unbekannten wirklich? Ich traue niemandem, der mehr verdient als ich. Aber so übel sind die nicht. Sie haben ihr Leben gerettet, sie lassen mich fliegen. Und dann noch das hier. Sie haben es mir erst gestern erzählt. Eine neue Normandy. Schön, wieder hier zu sein, was, Commander? Jetzt braucht sie nur noch einen Namen. Ja, Joker ist schon ein geiler Typ. Der hat immer einen coolen Spruch auf Lager. Natürlich Normandy SR2. Na klar. Ein Bratwurst SR2 hört sich irgendwie scheiße an. Erstmal diesen epischen Moment kaputt. Nee, nicht nur das. Ich meine, ich muss sagen, dafür, dass die Edi installiert haben, könnte man die auch knutschen. Ich meine, ich mag Edi. Ich finde Edi geil irgendwie. Die Ladezeiten finde ich nicht so geil, aber gut. Das ist ja nun mal was anderes. Da hätte Cerberus aber durchaus mal was Besseres hinkriegen können. Ja gut, Grunt, der kommt ja später, ne? Den holen wir ja noch. Ist schon aber ein geiles Schiff. Kann man nichts sagen. Willkommen an Bord der neuen Normandy, Commander. Hallo. Ich habe die Dossiers durchgesehen. Ich würde empfehlen, als erstes Morden Solis anzuwerben, den salarianischen Professor auf Omega. Wir wissen, dass die Kollektoren mit irgendeiner neuen Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Er muss für uns eine Gegenmaßnahme zum Schutz davor entwickeln. Das ist mein Chef. Ja, das ist ein gutes Argument. Ohne diese Gegenmaßnahme sind wir hilflos, wann immer die Kollektoren unseren Weg kreuzen.
Die Anwerbung von Professor Solus ist der logische erste Schritt. Wer sind Sie? Ich bin die künstliche Intelligenz der Normandy. Die Crew nennt mich Edie. Ja, ab dem dritten Teil bekommt Edie halt ein richtiges Gesicht, ne? Das ist schon klar, aber die ist ja so gesehen schon jetzt dabei. Und das ist halt cool, wenn man Mass Effect 1 gespielt hat, also darauf nehmen die, doch, da nehmen die glaube ich sogar Bezug, aber erst im dritten Teil. Ich kann das aber mal spoilern, wir waren ja auf dem Mond und haben da gegen eine KI gekämpft und diese KI war Edie, die da gerade ihr Bewusstsein entwickelt hat. Und das finde ich extrem cool, das fand ich geil im dritten Teil dann. Steuermänner sind nicht glücklich, wenn man ihnen die Kontrolle über ein Schiff wegnimmt und Joker schon gar nicht. Ich steuere das Schiff nicht. Mr. Moreaus Talente werden durchaus gebraucht. Im Kampf bediene ich die Elektronik- und Cyberkrieganlagen. Darüber hinaus habe ich keinen Zugriff auf die Systeme des Schiffs. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Ich nehme an, es braucht mehr als nur uns drei plus Joker, um dieses Schiff zu fliegen. Die Normandy hat eine vollständige Crew. Sie sind alle auf Posten und erwarten ihre Befehle. Letzte Startvorbereitungen abgeschlossen, Commander. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im KIZ ein Ziel aus. Ich berechne dann einen Kurs. Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Kommen Sie zu uns, falls Sie Fragen haben. Alles klar. Abtreten, wegtreten. Galaxiekarte. Mit der Galaxiekarte können Sie neue Ziele für die Normandy auswählen. Das ist unglaublich. Privates Terminal. Auf Ihrem privaten Terminal können Sie Status-Updates über Ihre Gruppe abrufen. Waffenkammer. In der Waffenkammer können Sie Waffen für Ihre Gruppe auswählen. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Der Fahrstuhl. Wofür ist ein Fahrstuhl da? Zum Essen natürlich. Nehmen Sie den Fahrstuhl, um zu den anderen Docks der Normandy zu gelangen. Die alte Normandy hatte irgendwie nur eins, ne? Quartier des Captains. In Ihrer Privatkabine können Sie Ihr Aussehen verändern. Und andere Schweinereien machen. Tech-Labor. Rekrutieren Sie den Professor, damit er Upgrades für die Ausrüstung Ihrer Gruppe erforscht. Ja, das werden wir auch tun demnächst. Jetzt lass mich spielen. Weg. Husch, husch. So. Wir werden nämlich jetzt mal Richtung Joker gehen. Wir werden jetzt natürlich mit allen reden. Ja, ist klar. Mach mal, gibt es hier nicht auch wieder so eine Codex-Einträge? Ich weiß, egal. Wir reden jetzt mit Joker so. Said Massani. Ich habe alle DLCs. Ich hoffe, die sind auch alle drin, weil ich hatte ja irgendwie ein kleines Problemchen vor dem ersten Mass Effect 2 Stream. Mit Mass Effect 2, das wollte nämlich nicht starten. Passe Ausgleich an, Schnauze. 1, 2. Warum geht das Licht hier aus? Was ist hier los? Ich hoffe, die müssen eigentlich alle da sein und das. Ich hoffe auch, sie sind alle da, sonst wäre das ziemlich doof. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Ich finde aber die Dialoge zwischen Joker und Edie hier im zweiten Teil, wenn man sich das halt immer gibt, finde ich schon recht witzig. Was geht zum Doktor? Welchen Wein soll ich holen? Es gibt keinen Wein. Wein, Vibe und Gesang. Wenn schon, denn schon. Es ist aber zu schön, um wahr zu sein. So. Ich traue denen nicht. Natürlich müssen wir vorankommen, aber das ist doch alles ein wenig zu praktisch. Vermutlich haben sie recht. Aber was soll man schon groß sagen, wenn sie eine VI installieren, die uns ausspioniert? Wir bleiben aber trotzdem, oder? Dieser Sessel ist immerhin echtes Leder. Schön, dass Sie die Sache trotz allem aus dem richtigen Blickwinkel sehen, Joker. Leder. Weißt du, scheißegal, was passiert. Ledersitze. Ja, Ledersitze. Deswegen sitze ich auch immer auf meinem Stuhl, weil das auch ein Ledersitz. Der ist unbequem, aber ist Leder. Commander. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Ja, Upgrades gibt's ja später. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. So. Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja,
Heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team-Commander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Habe ich Edi als VI bezeichnet? Es tut mir unsagbar leid. Ich weiß nicht, wie ich das gut machen soll. Es ist natürlich eine KI. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandy, alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Wenn Sie es nicht hören wollen, drehen Sie den verdammten Ton ab. Das ändert gar nichts. Es beobachtet dann immer noch, wie diese unheimlichen Kinder, die dich im EDV-Unterricht fortwährend anstarren. Du würdest ihnen am liebsten eine reinhauen, aber sie sind anders und zünden dann irgendwas an oder so. Okay, das ging jetzt etwas zu weit, aber Sie wissen, was ich meine. Es ist Ihr Problem, nicht meins. Danke vielmals. Ich werde es mir merken. Sicher, wobei, dass es eine KI ist. Ich glaube, es ist schon eine KI. Eine VI, weil Edi kann ja selbst entscheiden und dazulernen. VIs sind ja noch mehr beschränkt. Der hat deine eigene Persönlichkeit und so. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. So, jetzt reden wir mal mit Edi. Ja, Shepard? Hallo. Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie ist deine Telefonnummer? Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört ihn, dass ich auf den Computern seines Schiffes installiert wurde. Stimmt, weil die letzte Norman die bestens funktionierte, auch ohne dass eine VI mich auf offenstehende Luftschleusen aufmerksam gemacht hat. Ja, da wurde die Programmierung, also die Ketten sozusagen, die sie noch an gewisse Programmierungen gebunden hat, die wurden durch Joker gelöst werden. Aber das kommt erst noch. Aber die ist jetzt schon eine KI, glaube ich, dennoch. So. Ich kann jetzt auch totalen Bullshit erzählen, aber ich glaube, das ist schon eine KI. Warum heißen Sie Edi? Edi bedeutet eigentlich EDI und ist eine Abkürzung für erweiterte Defensivintelligenz. Wo sind Sie? Mein Intelligenzkern befindet sich in einer Quanten-Blue-Box hinter der Krankenstation. Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das System habe, kann ich Schwerkraft oder Luft abschalten. Ich kann Waffenlenksysteme oder Schilde deaktivieren. Oder ich kann in ihrer Reaktoranlage eine Kernschmelze auslösen. Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy. Das klingt überaus hilfreich. Warum gibt es so jemanden nicht auf jedem Kriegsschiff? Organisches Personal. Diese Funktion kann nur eine künstliche... Wir machen mal ein bisschen schneller hier. Könnte was damit zu tun haben, dass eine VI beinahe die gesamte Zivilisation der Galaxie vernichtet hätte. Nur so ein Gedanke. Ich würde gerne mal wissen, was der da eintippt. Ja? Bestimmt sucht der wieder irgendwelche Pornos, ey. Schwein. Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord? Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Zugriffsbeschränkte Funktionen, zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Woher weiß der Unbekannte, was noch eintreffen kann? Das ist ein... Nein, das reden wir von etwas anderem. Ein Zauberer. So, im Grunde, ich glaube, die kann mir sonst eh nichts erzählen. Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische... Was für Ressourcen? Die Antwort auf diese Frage Papier, ist blockiert. Bla bla. Wie meinen Sie das? Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware.
In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Wie ist Cerberus? Cerberus ist in aufgabenorientierte Zellen organisiert. Jeder operiert völlig isoliert. Mitglieder einer Zelle können niemanden aus einer anderen Zelle identifizieren. Die Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Wir sind die Lazarus-Zelle und unterstehen Agentin Lawson. Wie viele Operationen betreibt Cerberus zurzeit? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Wie konnte Cerberus das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Ja, dann. Das ist schon alles. Ich melde sie ab, Shepard. Moment. Untersuchen. Kann ich nicht auch hier? Warte mal. Ich ärgere jetzt Joker. Aha, sie ist nichts mehr. Na dann. Haben wir mit Edi gesprochen, mit Joker gesprochen, das ist ja schon mal schön. Hier gucken wir uns das auch nochmal an, weil wir sind jetzt ein Gelehrter. Ist das nicht toll? Schönes Ding. So, wir gucken uns auch mal unseren Personal Computer an. Joker tippt ein, suche... Was? Viren? Ja gut, es kann auch sein, dass er die Viren sucht, um Edi zu zerstören. Das wäre durchaus denkbar.